Hallo meine Lieben auf YouTube. Heute machen wir mal einen richtigen Marathon in der Küche mit unserem Thermomix. Ich habe nämlich ein Rezept gesehen, was ich total cool fand. Und zwar habe ich mir gekauft das Beste aus unseren internationalen Rezeptwelten. Da habe ich gesehen, Marmorkuchen mit Quark-Aprikosenfüllung. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Es ist heute so hell in der Küche. Ich musste also 100-mal die Kamera umstellen. Jedenfalls sieht der mega lecker aus. Und den wollte ich heute mal versuchen mit euch zu machen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wir brauchen den Einsatz hier raus. 250 Grad, ja. Wir brauchen 250 Gramm Quark. Den habe ich hier auch schon stehen. Ich hätte auch 250 Ricotta nehmen können. So, dann 100 Sahne. Gramm Vanillezucker, habe ich manchmal den selbst gemacht, um sich Quark, 100 Sahne, 40 Gramm Vanillepudding, ach du großer Gott, nein, doch, alles klar, oh, ich habe zu viel Vanillezucker drin, scheiße, ah, ich hasse es, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr mal ein Video macht, da werdet ihr euch totlachen, was da alles schief gehen kann, das ist unglaublich. Jetzt habe ich ja gemacht 40 Gramm Vanillezucker statt 20. Das ist ja wunderbar. Wir gucken mal kurz. Das kann ich auch nicht mehr retten. Ist auch egal. Ich habe jetzt noch einmal Vanillepudding nach. Also ihr wisst es dann im Endeffekt, wo der Fehler schon mal liegt. Am besten, man riecht sich vorher schon alles auf. Dann ist man nicht so nervös und macht es hier falsch. Das ist das Vanillepuddingpulver, davon wären es dann 40 Gramm. Ich kann sagen, nehme ich da nie so genau, sonst habe ich jetzt schon einen Nervenzusammenbruch. So, haben wir alles reingequallt. 7 Sekunden, Stufe 3. Das schaffe ich auch noch. Natürlich, wo man immer wirklich darauf achten muss, dass wirklich alle Zutaten mit verrührt wurden. Jetzt ist hier nochmal was an die Seiten gespritzt, da schiebe ich wirklich nochmal alles rund. Und dann gebe ich dem Ganzen noch ein paar Minütchen, hätte ich fast gesagt, ein paar Sekunden. Damit haben wir die Füllung schon mal fertig. Ich hoffe, man sieht das überhaupt. Es tut mir echt leid, aber ich kann hier leider nicht drunter machen. Das ist immer ein bisschen doof. Das fülle ich jetzt jedenfalls um. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Teig. So, Thermomix habe ich einmal gereinigt. Die Quarkmasse habe ich umgefüllt. Jetzt machen wir den Teig. Da brauchen wir Mehl, Zucker, Vanillezucker. So, jetzt steht hier schon 300 Gramm Weizenmehl Typ 1050. Habe ich nicht. Aber man kann auch alternativ die 405 nutzen. Die habe ich auch. Ich habe mal geguckt, ich habe hier 8 Mehlsorten und alles ist dieser Typ 405. Also scheint der dann auch gängig zu sein, nehme ich mal an. Da brauchen wir jetzt 300 von. So, 300 Mehl, 150 Gramm Zucker. So, jetzt steht hier 20 Gramm Vanillezucker. So, 20 Gramm sind 2 Beutel. Butter, 120 Gramm und weich. So. Ach ja, Backpulver und Milch. Wie viel Milch denn? 300 Milch. Da sind hier noch 300 drin. Und Backpulver habe ich hier. 2 Teelöffel. Das liebe ich immer. Dann machst du das Backpulver auf. Hast du da wieder so ein Fuzzi-Rest drin. 1, 2. Zack. So.
haben wir jetzt alles drin. 10 Sekunden auf Stufe 4. Also es ist noch sehr klumpig, da rühre ich nochmal. Schon mal einen Kuchen gebacken hat, der weiß ja so grob, wie so ein Teig auszusehen hat. Und der hatte eben so viele Klumpen, das ging ja überhaupt nicht. Deswegen, man darf sich auch nicht immer darauf verlassen, dass auch so ein Thermo mit dem Buch, ich sag mal, oder im Rezept drin steht, wenn man das selber schon sieht, dann kann man da auch mal eine Hand anlegen. So, jetzt sollen wir ein Drittel von diesem Teig abnehmen. Das sind immer so Angaben, die schätze ich besonders. Ich haue jetzt einfach noch was rein. So. Das sollte ja reichen. Haben wir. So. Kakao und Sahne zum Mixtop verbliebenen Teig geben. Wie viel Kakao? 2 Esslöffel Kakao. Kakao haben wir hier stehen. Und noch ein Löffel, was so schön war. 1, 2 und Sahne auch 2 Esslöffel. Wunderbar. 1, 2. Ja, dann mache ich gleich mal ganz den Resttopf rein. Ich hasse es, wenn von überall noch mal hier so ein Rest und da noch mal so ein Rest. Dann brauchst du es am Schluss nicht. Teig schmeckt schon mal gut. So. Nochmal 5 Sekunden auf 5. Kommen wir im Endeffekt schon zu unserer Form. Die habe ich auch vorbereitet. Hier habe ich die vorbereitet. Hälfte des hellen Teiges und Hälfte des dunklen Teiges in eine mit Butter eingefettete und mit Mehl bestäubten Kugelhochform füllen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. So, im Endeffekt habe ich jetzt alles fertig geschichtet. Und ohne euch da was vorzumachen, das ist natürlich doch schon ein bisschen Kohlkram. Im Endeffekt habe ich jetzt eine helle Schicht von dem Teig, dann eine dunkle Schicht, aber wirklich dünn, weil ich brauche ja auch noch was für oben. Dann kommt der Quark komplett rein, auf den Quark die Aprikosenfüllung. Und dann fängst du wieder an, entweder mit einer dunklen oder mit einer hellen Schicht, und haust den Rest vom Teig drauf. So, das ist jetzt auch gerade so hingekommen. Oh, ich sehe gerade, hier kommt noch eine Aprikose raus. Die drücke ich noch mal ein bisschen rein. Ihr müsst versuchen, dass es oben wirklich eine ganz glatte Schicht ist und dass da auch nichts von den Aprikosen rausguckt. Weil wir wollen den nachher stürzen und dann soll er natürlich auch gerade stehen. Deswegen einfach noch mal hier mit so einem kleinen Teelöffel schön rumgehen, Aprikosen ein bisschen reindrücken. Dann sollte das was werden. So, jetzt geht das Ganze in den Ofen. Wir haben gemacht 180 Grad. Ich gucke mal gerade, wie lange rein muss. Hier steht's. In den Backofen geben und 60 Minuten backen lassen. Ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. Und ihr bekommt dann eine Info von mir, wie er aussieht und wie er schmeckt. Bis dann, tschüss! So, jetzt wollte ich euch nochmal den Kuchen aufgeschnitten zeigen. So sieht es also aus. Und ich muss sagen, optisch ist er eine Frucht. Und ich habe ihn eben auch schon probiert und er ist auch sehr, sehr lecker. Jetzt noch ein bisschen Puderzucker drüber. Und da hat man wirklich ein super Dessert oder Nachtisch. Was noch wichtig ist, ihr müsst ihn wirklich 2-3 Stunden auskühlen lassen, weil die Quarkmasse, die muss richtig hart sein. Sonst kriegt ihr das Ganze nicht geschnitten. Hier sieht man das auch nochmal da. So, viel Spaß dann beim Nachkochen.